Yes, Digga. Einfach auf YouTube live mal ganz kurz. Warum nicht auf Twitch? Kannst du bis jetzt das Leben in Mexiko weiterempfehlen? Das sieht einfach ganz anders aus, Digga. Das sieht so aus, als ob das das Echte ist, weißt du? Was hast du so an Fixkosten in Mexiko? Essen, Miete und wie ist mit der Krankenversicherung? Wie verdienst du momentan dein Geld? Leon, kannst du mir bitte helfen? Ich wiege 190 Kilogramm und versuche abzunehmen, aber ich schaffe es einfach nicht. Ab heute fahre ich nur noch Scooter. Ich bin der Shooter. Trag die Brille und das Kreuz so wie Tupac. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Yeah. Wir sind wach heute Nacht, zu zweit aus dem Club und ich. Läuft der Laden, ja oder nein? Eins in den Chat, wenn der Laden läuft. Meine Vermieterin hat mir gesagt, dass ich nächste Woche ein Modem bekomme, ein eigenes. Dann sollte das auf jeden Fall auch stabiler laufen. Yes, Digga, einfach auf YouTube live mal ganz kurz. Warum nicht auf Twitch? Ich komme nicht mehr in meinen Twitch-Account rein. Ja, es ist voll kompliziert. Ich habe eine neue Telefonnummer und ich habe eine neue E-Mail-Adresse. Und jetzt habe ich meine Telefonnummer. Also bei Twitch muss man so eine... Ich habe ja einen neuen Mac gekauft und wenn du ein neues Gerät anmeldest, musst du so eine Zweifach-Authentifizierung machen. Und dazu schicken die dir einen Code auf deine Handynummer. Aber meine Handynummer aus Deutschland ist nicht mehr aktiv. Deswegen habe ich meine neue Telefonnummer da angegeben. Das kann man natürlich ändern, habe die angegeben und dann haben die mir eine E-Mail an meine alte E-Mail-Adresse, zu der ich auch keinen Zugriff mehr habe, geschickt. So. Und jetzt bin ich seit 3 Tagen dran da mit Twitch-Support und bei Twitter und etc. versuchen da irgendwie was zu regeln. So, verzeiht mir, wenn es ab und zu hängt. Internet ist nicht ganz so stabil. Aber es sollte so halbwegs stabil eigentlich jetzt gerade durchlaufen. Leon, Bruder, muss leider sagen, du hast dich in letzter Zeit verändert. Ich verfolge dich seit Fitness Action, also von Anfang an. Kommt wieder sowas in die Richtung? Eventuell ja. Ich muss auf jeden Fall sagen, dass Veränderung auf jeden Fall normal ist an der Stelle. Also wenn du gleich bleibst, dann machst du irgendwas falsch. Veränderung ist normal. Kann sein, dass ich mich so entwickle, dass du mich am Ende des Tages nicht mehr so feierst wie früher. Das tut mir dann leid so. Aber ich bin halt auf dem Weg und ich verändere mich täglich fast hier. So, ist eine Reise, die man macht, so, weißt du? Wenn du konstant der gleiche Typ bleibst, dann machst du irgendwas falsch. Mit Bionic meine ich auch nicht, dass du dich nicht weiterentwickeln sollst und bleib so, wie du bist, sage ich ja auch immer am Ende vom Video. Damit meine ich dein Kern, dein Herz und so. Aber natürlich entwickelt man sich weiter, ne? Man hat Erfahrungen, die einen prägen. Man hat Menschen, die einen prägen. So. Die Entwicklungsvibes, Digga, du weißt schon, wie das läuft, man. Erste Mal live auf fucking YouTube auf jeden Fall. Kannst du bis jetzt das Leben in Mexiko weiterempfehlen? Bruder, ist Geschmackssache, ne? Letzte Zeit war ja mit meinem Mac und so, MacBook Pro, Probleme gewesen. So, dass ich mal wieder mehr Zeit hatte für mich, so. Weil wenn ich einen Mac hab und wenn ich am Machen bin, auch wenn vielleicht nicht so viel rauskommt, ich bin immer sehr viel am Nachdenken und Tun und Musik machen und hier und da. Und das war auf jeden Fall mal eine Zeit so, wo ich mal komplett wieder abgeschaltet habe von dem ganzen Social Media Kram. Und dann, wenn du dann realisierst, wo du bist, hat mich extrem glücklich gemacht so. Alleine rauszugehen, in den Himmel zu gucken, die Wolken und so. Bro, das hört sich jetzt dumm an, Digga, ne? Aber der Himmel, die Wolken. Das sieht einfach ganz anders aus, Digga. Das sieht so aus, als ob das das Echte ist, weißt du? In Deutschland habe ich das vorher noch nie gesehen, so auf dem Level. Und es war auch mit einer der Gründe, wo ich da so im Strand, im Strand lag, so. Das Wasser, der Himmel. Das macht mir halt immer bewusst, was Gott für eine krasse Welt kreiert hat, so. Weißt du? Und das ist für mich eigentlich wichtig, weil dadurch steigt auch meine Dankbarkeit, meine Zufriedenheit, meine Glücklichkeit allgemein, so, weißt du? Jedes Mal, wenn ich ins Meer gehe, habe ich das Gefühl, ich bin mit Gott connected, Digga. Das ist krass, weil diese Macht, du spürst das einfach, Bro, weißt du so? Und ich bin ein Mensch, der braucht das auch. Ich bin ein Mensch, dem tut es gut und deswegen stay ich gerade hier. Aber man weiß natürlich nie, wo es hingeht, ne? Kann auch sein, dass es mir nach 2 Jahren auf den Sack geht und ich sage, ey, ich will wieder ins kalte Depri-Deutschland rein, so, weißt du? Kann auch sein, Bro. Was hast du so an Fixkosten in Mexiko? Essen, Miete und wie ist mit der Krankenversicherung? Gute Frage, also Fixkosten... Mit Essen und Miete sind wir so, also es kommt drauf an, ob du viel außerhalb bist oder ob du viel zu Hause machst. Ich mache gerade viel zu Hause, allein auch wegen dem Training. Ich mag das, wenn ich trainiere, gut trainiere, dass ich da auch, wie soll ich sagen, dann auch mir dementsprechend geile Mahlzeiten, fette Mahlzeiten reinziehe. Deswegen koche ich gerne zu Hause aktuell und da gibst du nicht so viel Geld aus, wenn du gut einkaufen gehst so und nicht so viel draußen isst. Miete sind bei mir 400 noch was Euro, 400, 460 sind es glaube ich ungefähr.
Mit Essen etc. Lass mal 600 Euro sein. Lass mal so 600, 700 Euro sein. Essen, Miete so zum Leben. Und alles, was on top kommt, ist Luxus in Anführungszeichen. Lass mal so die Lebenserhaltungskosten bei insgesamt. Also ich sag mal so, mit einem Tausender, ne? Mit einem Tausender in Euros lebst du hier schon gut, Bro. Also kannst du hier schon gut leben auf jeden Fall. Ja, mit ein bisschen mehr natürlich besser so, ne? Also wenn du ein Gehalt hast von 2.000, 3.000 Euro, beispielsweise jetzt einfach mal, ne? Im Monat, da lebst du hier wie ein King. Wie ein King. Yeah. Rap it in Mexiko. Oh, Digga, das ist eigentlich eine sehr geile Idee, Bruder. Bin ich selber so noch gar nicht drauf gekommen, Bruder. Nice. Werde ich mir auf jeden Fall mal durch den Kopf gehen lassen. Danke für den Hinweis. Wer hat das reingeschrieben? Ah, hier. Sei Dog. Ich küsse dein Herz, Bro. Was geht, Bruder? Hoffe, alles ist gut in Mexiko. Was geht, Bro? Alles nice, Digga. Alles easy. Hier, der Senpai Z fragt, Leon, kannst du mir bitte helfen? Ich wiege 190 Kilogramm und versuche abzunehmen, aber ich schaffe es einfach nicht. Hab auch schon Kalorien gezählt. Hast du vielleicht Tipps? Also, Bruder, das ist für mich irgendwie nicht nachvollziehbar, weil wenn man irgendwas will, dann schafft man das auch, Bro. Und wenn du schon Kalorien zählst, Bruder, ne? Also Kalorien zählen, ständig in einem Kaloriendefizit sein und hart trainieren, dann nimmst du automatisch ab. Ich weiß jetzt nicht, in was für einem Zeitraum du erwartet hast, dass du die krassen Sprünge machst, so. Aber ich sag mal so, wenn du ein Jahr durchtrainierst mit einem Kaloriendefizit und hart Gas gibst im Gym, dann sollte sich da auch was tun, Bruder. So, und wenn sich da nichts tut, dann machst du irgendwas falsch, Bruder. Dann zählst du deine Kalorien falsch, gibst zu wenig Gas im Gym oder I don't know, Bro. Also zieh einfach durch, gib Gas, fang wieder an, Kalorien zu zählen. Das ist so für mich, wenn du wirklich abnehmen willst und am Ende des Tages sicher sein willst, dass du im Kaloriendefizit bist, dann musst du auf jeden Fall tracken, zumindest mal für ein paar Monate, dass du danach so ein Gefühl davon hast auch, ne? Dass du so ein Gefühl davon hast, dafür hast, ob du im Defizit bist oder nicht. So ein Ding ist es. Wie verdienst du momentan dein Geld über YouTube-Klicks? Fragezeichen. Ja, so alles, was ich halt mit Social Media mache, so, ne? YouTube, ich habe noch einen Kooperationspartner auf Instagram. Ich habe Musik veröffentlicht, wo auch ein bisschen was rumkommt. Highest im Club wird sehr gut gestreamt. Über 1500 Streams am Tag. Ist für die meisten Musiker jetzt, sage ich mal, nicht so wirklich viel. Aber für mich persönlich ist es auf jeden Fall ein Level so mit der dritten Single, glaube ich, war es. Mit der dritten Single. Immer noch so eine konstante, so einen konstanten, wie soll ich sagen, Hörerschaft zu haben, so. Das bringt natürlich auch ein bisschen Geld mit rum. Jetzt ist jetzt nicht die Welt, so ist es momentan. Aber ich will mich auch nicht beschweren, Digga. Aber wenn du so guckst, ist halt schön, dass ich überhaupt eine Möglichkeit habe, gerade noch mit Social Media Geld zu verdienen, auch wenn es nicht mehr so ist wie vor, keine Ahnung, vor ein paar Monaten, ne? Okay, danke dafür. Ich werde nochmal besser zählen. Soll ich Low Carb oder High Carb machen? Immer High Carb, Bro. Egal, was du machst, ob du Diät machst oder nicht. Oder ob du im Aufbau bist. Meiner Meinung nach immer High Carb, Bro. Immer High Carb, Bro. Zählst du deine eigenen Kalorien auch? Nee, Bruder. Ist mir zu anstrengend. Also da sage ich dir ehrlich, ich habe das eine Zeit lang alles so krass durchgezogen. Auch mit Kalorien zählen und jede Mahlzeit tracken und alles abwiegen und so. Es ist geil für eine gewisse Zeit. Seitdem habe ich auch so geile Erfolge gemacht, sage ich mal. Ne? Also wo ich damals das erste Mal angefangen habe, auch Massephasen zu machen mit Tracken, immer Kalorienüberschuss. Wenn ich nicht mehr gewachsen bin oder wenn ich keine Steigerung mehr gemacht habe, dann wieder Kalorien hoch und genau das Gleiche halt in die andere Richtung. Ist eine geile Erfahrung. Es ist geil. Mittlerweile habe ich auch so ein, wie soll ich sagen, ich kann selber so ungefähr einschätzen, wenn ich mein Gefühl einfach, okay, ich bin so und so voll, dann weiß ich ungefähr, wie viel Kalorien ich so drin habe. Aber das konstant durchzuziehen, Bro, das ist auch eine Störung, Bruder. Ich musste erstmal richtig, also jetzt, ich musste danach auch erstmal wieder richtig lernen zu essen dann so. Nicht mehr drauf zu achten, sondern auch mal wieder zu genießen. So, das fällt mir extrem schwer, Essen zu genießen. So, ich bin immer eigentlich nur Mittel zum Zweck unterwegs, so. Training, okay, geil, Essen. Ja, Mann. Aber ich kann es auf jeden Fall ans Herz legen, das mal auszuprobieren, weil dann wisst ihr halt wirklich, woran ihr seid, ne? Läuft, nicht mal 100 Zuschauer. Ich weiß, Bruder. Brutaler Hype ist am Start, Digga. Juckt mich aber null. Ich muss sagen, hab dich krass vermisst, hab jetzt gefühlt 2 Wochen nichts rausgehauen auf YouTube. Seit Tag 1 teile ich deine Meinung. Ich küsse dein Herz, Bro.
Siehst du, ich brauche keine 100, ich brauch keine 1000 Zuschauer, wenn ich so eine Zuschauer habe, auch wenn es nur 5 sind, oder? Ich gehe ja nicht live, damit ich 1000 Zuschauer habe. Ich gehe live, damit ich die Leute, die mich verfolgen und die Bock haben, mir zuzuhören, denen was gebe, so. Und weil ich selber Bock habe. So, ich rede halt gerne, ne? Wenn ich nicht live gehe und wenn ich keine Videos mache, dann fühle ich mich so, weiß ich nicht, fühle ich mich nicht vollkommen. Fitness ist für mich ein sehr wichtiger Punkt und halt auch reden. So, Meinung zum neuen Video von Nate57, Alex Blitz. Bist du der echte, Bro? The Original. Sehr geiles Video, Bruder. Monem langa, vejo, wie das läuft. 6-8 den. Endlich live, der Bre. Life is life. Na, 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 na. Ohne Geld zu verdienen, würdest du nichts davon machen. Echt, ja? Wieso habe ich angefangen, Bruder? Als ich angefangen habe, habe ich nicht einen Cent damit verdient. So eine Leute, die sowas sagen, ihr habt einfach keine Ahnung, Bro. So, denk mal vorher nach, bevor du irgendeine Scheiße in den Chat reinschreibst. Ich meine, so von diesen ganzen Fitner-Leuten und Beleidigungen und so, die sind für mich eh einfach nur lost, aber du meinst es anscheinend ernst. Ohne Geld verdienen würdest du gar nichts davon machen. Bro, wenn es mir nur um Geld verdienen gehen würde, ne, dann hätte ich schon ganz andere Sachen gemacht, so. So, ich bin mir immer treu geblieben. Mein Ziel, seitdem ich das erste Mal live war oder das erste Mal ein Video gedreht habe, das erste Mal in die Öffentlichkeit gegangen bin, war es mein Ziel, immer real zu bleiben. Immer echt zu bleiben, immer das zu sagen, was ich denke und immer nur das zu machen, wo ich Bock drauf habe. So, das ist der Grund, warum ich selbstständig geworden bin, Bro. So, ne? Und dann lasse ich mir nicht vorwerfen, so, du machst es nur wegen Geld. Es gibt sehr viele Leute in der Szene, die machen es wegen Geld, Bruder. Ich bin nicht einer von denen. So, ich verbieg mich auch nicht wegen Pada und so ein Scheiß, Bruder. Weißt du, was ich meine, so? Würde ich das tun, Digga, dann hätte ich gewisse Sachen nicht gemacht, Bro. Weißt du so? Und das, da werde ich auch ein bisschen emotional, weil das lasse ich mir nicht vorwerfen, so, Digga. Ich bin immer real. Ich versuche immer echt zu sein. So. Vicio. Ab heute fahre ich nur noch Scooter. Ich bin der Shooter. Trag die Brille und das Kreuz so wie Tupac. Skrrr. Bin in meiner Zone mit den Bros, only good vibes, komm uns nicht zu nah. Denn ab heute sind wir Stars. Wine for me, Baby, wackel mit dem Arsch. Sie hat den größten Booty auf der Welt. Wenn sie shake, komm ich einfach nicht klar. Baby Girl, drip, drip.